Okay. Welche Farbe hat dieser Hintergrund? Blau-grün, türkis, Petrol. Freunde der Sonne, holt euch mal lieber einen Tee, setzt euch. Die Antwort geht sehr viel tiefer als eure Display-Einstellungen. Macht euch bereit für ein bisschen... Okay, wir müssen reden über diese Farbe. Aber bevor wir das können, müssen wir erstmal... über diese Farbe reden. Das ist Gelb, richtig? Richtig. Nur was ihr hier seht, ist eigentlich gar kein richtiges Gelb. Das Gelb ist nur in eurem Kopf. Also was ich hier sehe, ist echtes Gelb. Das heißt echtes gelbes Licht. Licht ist elektromagnetische Strahlung. Die gibt es in allen möglichen Wellenlängen. Röntgenstrahlen, Radiowellen, UV-Strahlen. Und auf diesem breiten Spektrum der elektromagnetischen Strahlung gibt es einen kleinen Bereich, wo wir die Strahlung sehen können in Form von Farben. Das für uns sichtbare Licht liegt in einem Wellenlängenbereich zwischen 400 und 780 Nanometern. Jede Farbe hat eine bestimmte Wellenlänge. Rot ist längerwellig, Violett ist kürzerwellig und Gelb ist zwischendrin mit einer Wellenlänge von etwa 570 Nanometern, je nach Gelbton. So, das Tageslicht oder auch das Licht hier aus meinen Scheinwerfern ist aber weiß. Hier sind alle Wellenlängen drin. Wie kriegt man jetzt aus so einem breiten weißen Licht eine bestimmte Farbe, das heißt eine bestimmte Wellenlänge? Das Licht auf meiner Lampe trifft jetzt auf diesen Hintergrund. Der absorbiert das Licht, das heißt er verschluckt es, bis auf eine Wellenlänge, nämlich die gelbe, die wird reflektiert. Und dieses gelbe Licht trifft jetzt in meinem Auge auf meine Netzhaut. Auf der Netzhaut sitzen lichtempfindliche Rezeptoren. Einmal die Stäbchen, die sind für hell und dunkel zuständig, und die Zapfen, die sind für Farben zuständig. Wir Menschen sind sogenannte Trichromaten. Das bedeutet, wir haben drei verschiedene Farbrezeptoren auf der Netzhaut, die verschiedene Wellenlängen absorbieren können. Wir haben Blaurezeptoren, Grünrezeptoren und Rotrezeptoren, benannt nach der Wellenlänge, die sie am besten absorbieren können. Gelbes Licht mit 570 Nanometern fällt in den Absorptionsbereich sowohl des Grünrezeptors als auch des Rotrezeptors. Das gelbe Licht wird auf meiner Netzhaut also sowohl von den Grünrezeptoren als auch von den Rotrezeptoren absorbiert und die geben dann das Signal Gelb an mein Gehirn weiter. Aber sobald ich mich an den Rechner setze und dieses Video schneide, ist dieses Gelb kein echtes Gelb mehr. Für euch ist das auch kein echtes Gelb mehr. In eure Augen fällt kein gelbes Licht. Obwohl ihr hier verschiedene Farben seht, hat euer Bildschirm in Wirklichkeit nur drei verschiedene Farben. Rot, Grün und Blau, RGB. Würden wir jetzt hier extrem reinzoomen, dann würdet ihr sehen, dass das Gelb, was ihr gerade seht, in Wirklichkeit nur eine Mischung aus Rot und Grün ist. Das ist insofern komisch, weil sich physikalisch rotes und grünes Licht nicht mischen können, um eine neue Farbe zu ergeben. Denn rotes und grünes Licht bedeuten zwei verschiedene Wellenlängen und Strahlen mit verschiedener Wellenlänge können nicht physikalisch miteinander interagieren. Ihr könnt also nicht einfach eine 600 Nanometer Wellenlänge auf eine 400 Nanometer Wellenlänge strahlen und die vermischen sich und es kommt 500 Nanometer raus. Das funktioniert nicht. Wie ihr gerade das Gelb seht, trifft kein gelbes Licht auf eure Netzhaut. Stattdessen fällt rotes und grünes Licht gleichzeitig in eure Augen. Nur für eure Farbrezeptoren ist es dasselbe in Grün und Rot. Genau wie bei mir werden bei euch die Rot- und Grünrezeptoren beide aktiviert. Und für euer Gehirn macht das keinen Unterschied. Farbe hat also eine objektive physikalische Komponente, eine äußere Komponente, nämlich die Wellenlänge, und eine subjektive innere Komponente, nämlich die Wahrnehmung im Kopf. Genau das behalten wir mal im Kopf, während ich weiter erzähle, denn ihr kriegt gleich ein richtiges... Ich muss nur erst ein kleines bisschen ausholen. Passt auf. Menschen, die farbenblind sind, haben in den meisten Fällen eine sogenannte Rot-Grün-Schwäche. Korrekterweise müsste man sagen, farbenfehlsichtig. Tatsächlich gibt es Menschen, die gar keine Farben sehen können, also die Welt in Schwarz-Weiß sehen, das ist aber eher selten. Menschen mit Rot-Grün-Schwäche erkennen auf solchen Bildern keine Zahlen, sondern nur Punkte. Ein anderer Test ist der sogenannte Farnsworth-Mansell 100 Hue Color Vision Test. Hier muss man verschiedene Farbtöne entlang einer Reihe so anordnen, dass ein möglichst glatter Farbgradient entsteht. Hiermit kann man etwas genauer bestimmen, welche Art von Farbfehlsichtigkeit genau vorliegt. Die Blaurezeptoren sind eher selten betroffen. Meistens sind es entweder die Rot- oder Grünrezeptoren, die die falsche Wellenlänge absorbieren. Das liegt, wenn man so will, an defekten
ich sag mal, Rotrezeptorproteinen oder Grünrezeptorproteinen. Und die Gene, die diese Proteine bilden, werden vererbt, rezessiv, über das X-Chromosom. Deswegen sind bei Farbenblindheit fast immer nur Männer betroffen. Da sie nur ein X-Chromosom haben, sind sie betroffen, sobald dieses X-Chromosom das entsprechende Gen mit sich bringt. Bei Frauen, die zwei X-Chromosome haben, müssten schon beide X-Chromosome betroffen sein, damit sich das auswirkt. Deswegen sind bei Frauen unter 1% betroffen, bei Männern ist es etwa jeder 12%. Vielleicht gibt es aber bald Heilung. Dazu muss man sich lediglich einen kleinen Virus ins Auge spritzen. Klingt komisch, ist aber so, nennt sich Gentherapie. Dadurch kann man über ein Virus das richtige Gen ins Auge reinschleusen, das dann auch die richtigen Farbrezeptorproteine bildet. Bei Totenkopfaffen wurde das sogar schon gemacht. Die männlichen Totenkopfäffchen haben nämlich alle einen defekten Rotrezeptor, was sie zu perfekten Versuchsmodellen für eine Rot-Grün-Schwäche macht. Die Affen wurden vor einen Touchscreen gesetzt, da waren graue Kreise drauf und immer mal wieder erschienen Farbflecken und die sollten sie dann antippen. Beziehungsweise haben die den nicht so angetippt, sondern immer so mit ihrem Kopf. Das ist ziemlich süß. Also immer wenn die erfolgreich den Farbfleck identifizieren konnten, bekamen sie als Belohnung Traubensaft. Nur wenn der Fleck rot war, konnten sie den nicht erkennen, also haben sie nicht drauf reagiert. Der Neurologe Jay Knights spritzte jetzt einigen Affen einen Virus, der sie mit Rotrezeptor-DNA infizierte. Und 20 Wochen später fingen die Affen an, die roten Flecken zu erkennen. Sie wurden von ihrer Farbblindheit geheilt. Aber noch gibt es diese Therapie nicht, es fehlen noch die klinischen Studien an Menschen. So, aber jetzt kommt's. Ich muss meinen Hintergrund wechseln aus dramaturgischen Gründen. Wenn die Gene, die für das Farbsehen verantwortlich sind, über das X-Chromosom vererbt werden und Frauen zwei davon haben, gibt es dann Frauen mit einer Super-Color-Vision? Kurz gesagt, wahrscheinlich schon. Man vermutet, dass 2-3% aller Frauen Tetrachromaten sind. Das heißt, dass sie nicht drei, sondern vier verschiedene Farbrezeptoren in ihrem Auge haben. Sie haben einen weiteren Farbrezeptor mit einer maximalen Absorption zwischen Rot und Grün, also eine Art Gelbrezeptor. Nur ein Rezeptor mehr würde einen riesigen Unterschied machen. Ein Mensch kann ungefähr 1 Million verschiedene Farbtöne sehen. Ein Tetrachromat könnte ungefähr 100 Millionen verschiedene Farben sehen. So, man kann anhand der DNA, also mit einem Bluttest, sehen, ob eine Frau ein Tetrachromat ist oder nicht. Jay Knights begann, diese Frauen zu suchen. Zusammen mit der Neurologin Gabrielle Jordan fand er insgesamt 9 Frauen mit Tetrachromat-DNA. Er entwickelte sogar einen Color-Vision-Test mit gelbem Licht. Er nahm 2 verschiedene Gelbtöne, die für uns ununterscheidbar sind, die aber ein Tetrachromat mit Gelbrezeptor unterscheiden können sollte. Und sie sahen keinen Unterschied. Lediglich eine Frau erkannte den Unterschied. Heißt das jetzt, die Frauen hatten doch keinen vierten Rezeptor? Nicht unbedingt. Denn jetzt, Freunde der Sonne, wird es richtig. Ich könnte ein Tetrachromat sein und nichts davon merken. Denn wir erinnern uns. Farbe hat also eine objektive physikalische Komponente, eine äußere Komponente, nämlich die Wellenlänge, und eine subjektive innere Komponente, nämlich die Wahrnehmung im Kopf. Und diese innere Komponente, also die Wahrnehmung des Gehirns, spielt eine unglaublich große Rolle. Bestes Beispiel dafür? Die Tatsache, dass wir Menschen lange kein Blau sehen konnten. Bitte was? Es gab eine Zeit, da konnten wir kein Blau sehen. Also wir hatten früher keinen Blaurezeptor? Nee, unsere Netzhaut war genauso wie heute, wir haben es nur nicht gecheckt. Was? 1858 machte der Engländer William Gladstone eine sehr seltsame Entdeckung. Er war ein großer Fan altgriechischer Literatur und er vergötterte Homer. Umso mehr störte es ihn, dass Homer anscheinend keine Ahnung von Farben hatte. In der Odyssee war zum Beispiel die Rede von weinrotem Meer oder violetten Schafen. Und Gladstone dachte sich, was stimmt nicht mit Homer? War das ein stilistisches Mittel oder war der Mann vielleicht farbenblind? Deshalb nahm sich Gladstone die Odyssee vor und schaute, wie oft welche Farbe vorkommt. Das Ergebnis? Etwa 200 Mal das Wort schwarz und 100 Mal weiß, circa 15 Mal rot, gelb und grün jeweils weniger als 10 und kein einziges Mal blau.
In sämtlichen Kulturen und Sprachen tauchten als erste Farbwörter Schwarz und Weiß auf. Danach tauchte irgendwann das Wort Rot auf. Dann ist es von Sprache und Kultur ein bisschen verschieden, dann kommt mal Grün oder erst Gelb, aber immer relativ spät erst Blau. Okay, man hat sich also relativ spät erst Gedanken gemacht um das Wort Blau. Aber wenn wir doch schon immer den Blaurezeptor auf unserer Netzhaut hatten, müssen wir doch auch schon immer blau gesehen haben. Nur weil wir kein Wort dafür hatten, heißt es doch nicht, dass wir es nicht gesehen haben. Doch. Denken wir nochmal drüber nach. Sprache entsteht ja aus einer gewissen Notwendigkeit heraus. Verschiedene Farben müssen eine Bedeutung haben, irgendeine Relevanz haben, damit die Notwendigkeit entsteht, sie zu benennen und sie zu unterscheiden. Dass Schwarz und Weiß die ersten Farbwörter waren, ist logisch, denn sie bezeichnen dunkel und hell. Danach kam das Wort Rot. Rot wie Blut. Rot wie manche Beeren in der Natur oder irgendwelche Warnfarben von Tieren. Blau ist in der Natur unglaublich selten und das wenige Blau, das wir in der Natur sehen, entsteht auch ganz anders als alle anderen Farben. Farben entstehen normalerweise durch Pigmente. Also grüne Blätter entstehen durch Chlorophyll, meine Haare und Hautfarbe sind Melanine und Flamingos sind gefärbt durch Carotinoide. Der blaue Morphodidius-Schmetterling, übrigens auch als Emoji erhältlich, hat keine blauen Pigmente. Bei Pigmenten wird das Licht absorbiert, also geschluckt, bis auf eine Wellenlänge, nämlich die entsprechende Farbe, die dann reflektiert wird. Beim Schmetterlingsflügel haben wir aber kein blaues Pigment, sondern eine feine Mikrorillenstruktur. Die absorbiert das Licht zwar nicht, aber alle Wellenlängen, die nicht blau sind, werden so reflektiert, dass sie, man sagt, destruktiv interferieren. Das bedeutet, sie canceln sich aus. Die Mikrostruktur liegt also in genau der richtigen Größenordnung für die blaue Wellenlänge. Dasselbe gilt auch für Blau in Vogelfedern. Und selbst blaue Augen beruhen nicht auf blauen Pigmenten, sondern auf einer entsprechenden Mikrostruktur. Es gibt so gut wie keine natürlichen Blaupigmente. Selbst Blaubeeren, also Heidelbeeren, sind genau genommen violett und nicht blau. Und nicht nur die Natur tut sich schwer, Blaupigmente herzustellen, auch die Menschen haben eine Zeit lang gebraucht, bis sie selbst blaue Pigmente und blaue Farben selber herstellen konnten. Um zum Beispiel T-Shirts zu bedrucken. Was will ich damit sagen? Weil die Farbe Blau in der Natur so selten ist, entstand die Notwendigkeit für ein Wort Blau erst mit der eigenen Herstellung von blauen Farben. Okay, aber jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist mit dem fucking Himmel? Da haben wir doch Blau, soweit das Auge reicht. Oder? Rot, denn ich brauche eure volle Aufmerksamkeit. Jetzt kommt der richtige. Wir müssen davon ausgehen, dass wir Menschen den Himmel nicht als blau wahrgenommen haben, bevor wir ein Wort für blau hatten. Was? Physikalisch gesehen konnten wir blau schon immer sehen. Unsere Blaurezeptoren haben diese Farbe schon immer absorbiert. Wir haben nur nichts davon gemerkt. Schaut man durch alte Literatur, findet man zum Beispiel die Bezeichnung grüner Himmel. Und in einigen Sprachen gibt es heute noch keine sprachliche Differenzierung zwischen grün und blau. In meiner Muttersprache Vietnamesisch ist es ähnlich. Blau und grün ist da dasselbe Wort, nämlich Mao San. Man kann differenzieren, indem man sagt Mao San La, was so viel heißt wie das Mao San der Blätter, also grün, oder Mao San Doi, das glaube ich zumindest, das Mao San des Himmels, also blau. Der Psychologe Jules Davidoff wollte es genauer wissen und besuchte den Himba-Stamm in Namibia, in deren Sprache es kein Wort für blau gibt. Er zeigte den Menschen dieses Bild, wo der eine Kasten offensichtlich blau ist, während alles andere grün ist. Und die Menschen hatten tatsächlich Probleme, den andersfarbigen Kasten zu identifizieren. Dafür hat der Himba-Stamm mehrere sprachliche Differenzierungen für die Farbe Grün. So, jetzt könnt ihr mal selber schauen. Welche dieser Kästchen ist ein anderer Grünton als die anderen? Ich sehe da überhaupt keinen Unterschied, aber tatsächlich ist dieses Kästchen anders als die anderen. Für die Menschen des Himba-Stamms war das einfacher als die erste Übung. Also nochmal, alle Menschen haben die gleichen Farbrezeptoren im Auge. Aber unsere Sprache kann unsere Farbwahrnehmung in manchen Fällen überhaupt erst befähigen. Nur, was sehen die Menschen des Himba-Stamms jetzt, wenn sie in einen blauen Himmel schauen? Vielleicht sowas? Vielleicht auch nicht? Der Linguist Guy Deutscher hat auf dem Radiolab-Podcast dazu eine sehr interessante Anekdote erzählt. Er hat eine kleine Tochter und er hat ihr irgendwann ganz normal die Farben beigebracht, wie man einem Kind eben die Farben beibringt. Nur hat er eine kleine Info verschwiegen, nämlich, dass der Himmel blau ist, um zu sehen, ob sie vielleicht von selber drauf kommt. Wissenschaftler sind so geil, das mache ich mit meinem Kind dann später auch. Also seine Tochter lernte ganz normal, was die Farbe blau ist. Also er hat jetzt hier drauf gezeigt, gesagt, was ist das für eine Farbe und sie hat gesagt blau. So, immer wenn sie jetzt draußen unterwegs waren und der Himmel blau war, zeigte er auf den Himmel und fragte,
Und was für eine Farbe ist das? Und seine Tochter war anfangs einfach nur irritiert. Hä, da ist doch gar nichts. Es schien so, als würde sie da gar nichts Farbiges sehen. Was? For a few times she said white. And then finally after a month and a half or two more months, she said blue for the first time. So, mit all diesem Hintergrundwissen wenden wir uns also wieder diesem Hintergrund zu. Dass Menschen sich über verschiedene Blau-Grün-Töne besonders uneinig sind in der sprachlichen Bezeichnung, ist ein häufiges Phänomen. Natürlich sieht dieses Video mit all seinen Farben auf jedem Screen, je nach Farbkorrektur, ein kleines bisschen anders aus. Aber selbst wenn ihr jetzt alle hier wärt und wir würden gemeinsam diesen Hintergrund anschauen, wäre ich mir sicher, wären wir uns trotzdem uneinig über die Bezeichnung dieser Farbe. Also ich sehe hier schon einen Grünstich, aber müsste ich mich jetzt entscheiden zwischen Blau und Grün, würde ich das auf jeden Fall als Blau bezeichnen. Melanie, unsere Grafikerin, würde das eher als Grün bezeichnen, oder? Nun muss es jetzt nicht heißen, dass Melanie und ich die Farben verschieden sehen. Vielleicht haben wir lediglich verschiedene sprachliche Definitionen. Das heißt aber auch, wie eine Farbe aussieht, ist überhaupt nicht objektiv, sondern alles hier drin. Ich kann nicht wissen, ob dein Rot genauso aussieht in deinem Kopf wie mein Rot. Es ist absolut möglich, dass was für mich rot ist in meiner Wahrnehmung, in deinem Kopf aussieht wie mein Blau. Es ist absolut möglich, dass meine Welt und deine Welt farblich völlig verschieden aussehen hier drin. Es gibt keine Möglichkeit, das rauszufinden. Wie seid ihr? Lasst es mich wissen und wir sehen uns in der Endcard. So Leute, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, haben wir aktuell 99.814 Abonnenten. Wir sind so nah dran an den 100.000. Klar, weil wir schon so nah dran sind, könnte ich mich auch einfach jetzt schon freuen. Beziehungsweise ich freue mich schon die ganze Zeit. Also sowieso freue ich mich über diesen Kanal, aber ich freue mich in den letzten Monaten besonders darüber, wie stark wir wachsen. Aber ich habe ja auch erst im letzten Video erklärt, dass wir Menschen gerne runde Zahlen mögen. Und deswegen ist dieser Meilenstein 100.000 natürlich der, wie soll ich sagen, ich vor nicht allzu langer Zeit, letztes Jahr hätte ich noch Geld darauf gewettet, dass ich niemals in die Nähe der 100.000 komme. Ich hoffe, dass, wenn ihr dieses Video seht, wir die 100.000 schon geknackt haben. Aber ich möchte mich jetzt nicht im Voraus freuen. Ich werde das Ganze sicher bei Instagram feiern, wenn ihr mir da folgen wollt, gerne. Ansonsten überlege ich mir vielleicht etwas für nächste Woche. Wir sehen uns also nächsten Donnerstag, Freunde der Sonne. Bis dahin, bleibt sicher.